wie nix vermüht. Lang ist her, so lange her, aber manchmal denkt man, da das gestern erst wie. Und gäbt dat auch Kummer und gäbt auch mal Streit, dat wird doch ne schöne Zeit. Lang, lang, lang ist dat her, was immer wie. Dat könnt nicht wie. Und Grootmudding klinket durch ihre Brille. Sie kickt ob die Kinder und lächelt ganz still. Als ich noch so lüt wie, dat is a lang her. Die Jugend von damals, die giftet nicht mir. Lang ist her, so lange her, aber manchmal denkt man, da dat gestern erst wir. Und gäbt dat ob Kummer und gäbt ob mal Streit, dat wird doch ne schöne Zeit. Lang, lang, lang ist dat her, wart immer wie, dat kümmt nicht mir. Wart mal wie, dat kümmt nicht mir. Vertellt von seiner Jugend, denn staunende Enkel, was da all noch nicht gäb, noch kein Computer, kein Television, und ein Auto war höchstens ein Herr Baron, und das Vater in Fluss, dat wir noch so klug, doch können wir noch Anne und Born dazu, dat geht mir zu harten, denk ich an zurück. Hüt ist doch ein Abfluss von der Fabrik. Lang ist her, so lange her, aber manchmal denkt man, da dat gestern erst wie. Und gäbt dat ob Kummer und gäbt ob mal Streit, dat wird doch ne schöne Zeit. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung vom Heimat- und Kulturverein Beweg, hier aus dem Keller von Mats und Alke. Ursprünglich wollten wir ja eigentlich einen schönen, gemütlichen Kaffee- und Kuchen-Nachmittag bei Dickmann machen. Das hat sich aufgrund der Pandemie ja leider, konnten wir das nicht durchführen. Deswegen haben wir uns dann entschlossen, diesen Fotonachmittag hier online durchzuführen. Für alle, die es technisch noch nicht ganz so verstanden haben, es geht bei YouTube angeblich unten ein kleines Fenster unten rechts. Wenn man da drauf drückt, dann wird das auch ein Großbild. Das sollte ich noch von Matze bekannt geben, damit ihr auch alle uns gut sehen könnt. Für alle vorweg, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Thorsten Ratzke. Ich bin der erste Vorsitzende von diesem Verein. Ich bin 47 Jahre, verheiratet, habe 2 Kinder. Und der Grund, warum wir eigentlich diesen Verein gegründet haben oder warum wir diese Veranstaltung machen wollen, wir haben uns ja zusammengesetzt oder das öfter mal zusammengesetzt in lustiger Runde. Und wir haben gesagt, das Wissen und die Fotos, die wir bisher so bei uns in den Köpfen haben, die dürfen nicht verloren gehen. Und deswegen haben wir überlegt, wir gründen einen Verein, damit wir ja, dieses Wissen bewahren und die alten Geschichten aufschreiben können und damit sie nicht verloren gehen. Die Vereinsgründung, für die alle, die es, wie gesagt, noch nicht wissen, wir haben uns 2018 gegründet. Vorstandsmitglieder sind ja, meine Wenigkeit, Matthias Wolf, Dirk Ratzke als Schriftfahrt und Carsten Sprien als Kassenführer, ne, oder umgekehrt. Naja, ist auch egal. Der Verein wurde gegründet, hauptsächlich damit wir einen rechtlichen Rahmen haben, damit wir Fördergelder regenerieren können, damit wir Projekte fürs Dorf durchsetzen können. Die anderen Vorstandsmitglieder, die ich eben schon genannt habe, die stellen sich im Laufe der Sendung heute noch vor. Jetzt kurz zum Ablauf. Wir haben vor, die Begrüßung ist gerade geschehen. Dann werde ich einen Bericht über das Vereinsgeschehen seit der letzten Generalversammlung kurz abgeben. Dann wird Carsten Sperin einen Bericht über das Archiv und unsere Internetseite abgeben. Dann erzähle ich noch ein bisschen was über die Geschichte der Eisenbahn in Beweg. Da haben wir ein bisschen was notiert. Die Vereinsmitglieder haben schon einen kleinen Bericht darüber bekommen.
Dann zeigen wir einige Bilder von einem Festumzug, die in den 50er Jahren hier im Bubik gelaufen sind. Dazwischen kommen noch ein paar Filme von der 750-Jahr-Feier und als Abwechslung noch ein kleiner Musikfilm von Heiner. Dann wird Matze ein bisschen was über die Projekte der Dorfentwicklung und der Dorferneuerung erzählen. Und dann, denke ich, sind wir auch schon durch mit unserem Fotonachmittag. Ja, ich denke, da hast du vollkommen recht. Die Stimme aus dem Off. Ich sag mal was einfach so dazu. Auch herzlich willkommen an alle, die dabei sind. Ja, Max, dann würde ich sagen, fängst du einfach an mit den Berichten des Vereins, was gerade so passiert ist und so weiter. Das ist sicherlich ganz interessant. Auch wir haben keine Möglichkeiten gehabt, du hast es gesagt, das live irgendwie zu präsentieren auf dem Saal. Das ist das Allerwichtigste eigentlich heutzutage. Aber gut, wir nutzen jetzt die Möglichkeit hier aus dem Keller zu berichten. Und ich würde sagen, ich schalte mal um auf die Präsentation. Die hast du ja super vorbereitet. Und ja, it's your turn. Genau. Also die Geschichte oder der Heimatverein lebt ja eigentlich von den persönlichen Gesprächen und von den persönlichen Kontakten. Die waren jetzt in letzter Zeit leider nicht möglich. Aber nichtsdestotrotz haben wir einige Veranstaltungen und durchgemacht und mitgemacht und wir konnten schon ein bisschen was bewegen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das Vereinsleben geruht hat. Zum Beispiel im Mai 2019 hat der Heimatverein Hechthausen zu einem sogenannten Heimatklönschnack eingeladen. Der Klönschnack fand bei Christoph von Salder in der Scheune statt und viele Hechthausener haben alte Bilder präsentiert und mitgebracht. Und das hat uns auch auf die Idee gebracht, dass wir vielleicht mal so einen Heimatklönschnack oder Fotonachmittag durchführen wollten. Hatte ich ja eben schon angesprochen, hatten wir in diesem Jahr schon zweimal geplant, zweimal mussten wir es absagen. Deswegen versuchen wir es jetzt auf diesem Wege euch näher zu bringen und wir hoffen ja, dass wir im nächsten Jahr oder vielleicht dann wirklich wieder, na, wie sagt man es, offline machen kann, bei Diekmann mit Kaffee und Kuchen, wo man wirklich sich im persönlichen Austausch darüber austauschen kann, wer auf den Fotos drauf ist, was gewesen ist, dass man noch mehr Informationen bekommt. Wie gesagt, der Heimatklönschnack war eine super Veranstaltung. Wir hoffen, dass wir sowas bei uns auch mal durchführen können. Dann fand ja im Oktober 2019, im September 2019, das gemeinsame Dörferfest von den Dörfern Bouveich, Blumenthal und Bossel statt. Da haben wir als Heimatverein uns haben wir auch daran beteiligt. Wir haben die alte Holzkegelbahn vom Bouveger Schützenverein ausgeliehen und dort aufgestellt. Jede Mannschaft musste für uns alle Neune werfen. Hat ein bisschen Spaß gemacht. Alle haben sich gut verkleidet. War, denke ich, eine super Veranstaltung. Wir konnten uns schön präsentieren und alle hatten viel Spaß. Im Oktober 2019 wurden durch Alke und Katrin ein Flohmarkt in der Schützenhalle organisiert. Der Heimatverein hat hierfür den Bratwurstverkauf übernommen und konnte immerhin Einnahmen in Höhe von 440 Euro für die Vereinskasse verbuchen. Auch der Flohmarkt fällt, so wie viele andere Veranstaltungen, dieses Jahr leider aus. Wir hoffen ja, dass es nächstes Jahr weitergeht und wir dann wieder uns beteiligen können. Am Weihnachtsmarkt in Hechthausen haben wir uns auch beteiligt. Lena, Alke und Katrin haben selbst gebastelt, verkauft und der Heimatverein hat den Stand zur Verfügung gestellt. Und wir konnten uns auf der anderen Seite der Oste sehr gut präsentieren. Schöne Grüße vielleicht an dieser Stelle an den Heimatverein in Hechthausen. Wir haben bestimmt auch einige Zuseher aus Hechthausen dabei. Und darüber freuen wir uns natürlich auch. Also ihr seid ganz, ganz herzlich gegrüßt, liebe Nachbarn auf der anderen Seite der Oste. Ja, genau. Schöne Grüße über die Oste. Was natürlich auch noch ein großer Aufgabenbereich oder Part des Vereins ist, wir versuchen natürlich Fördergelder und Spendengelder zu generieren, um die Ortschaft Bouveich weiterzubringen, um die Gemeinde ein bisschen voranzutreiben, um die Spielplätze aufzubauen. Und so haben auch wir im letzten Jahr oder vorletzten Jahr war es schon eine Spende von Airbus und von einer Privatperson bekommen, um den Spielplatz vom Kindergarten ein bisschen aufzupäppeln. Wir haben eine Schaukel, kann man hier oben im Bild sehen, eine Schaukel eingebaut und eine Sandkasteneinfassung. Und diese wurde natürlich selbstverständlich durch die Mitglieder und mit Hilfe von Christoph und Felde und seinem Bagger eingebaut. Was haben wir noch gemacht? Wir haben die alte marode Hütte, in der die Spielgeräte gelagert werden, wieder flott gemacht, indem wir die Wände neu ausgerichtet und das Dach saniert haben. Die Materialkosten wurden dann von der Gemeinde Bouveich bezahlt. Matze und ich haben uns danach auch noch ein kleines Getränk gegönnt und haben über die zukünftigen Aufgaben des Vereins nachgedacht. Im Februar 2019 haben wir mit tatkräftiger Unterstützung vieler fleißiger Helfer, das kann man auf dem nächsten Bild hier erkennen, eine Sitzbank an der Oste erstellt,
Die Sitzbank ist an der Überfahrt des alten, an der Überfahrt des Deichverteidigungsweges beim alten Siedwender Deich erstellt worden. Hier kann man schon unsere Nachwuchshelfer drauf sehen, wie sie alle fleißig waren. Die Bank bietet einen wunderbaren Blick auf die Oste. Wenn ich zurückgehe, man kann schön auf die Bahnbrücke, auf die Oste, auf die gegenüberliegende Seite blicken. Und was ich so gehört habe oder was wir alle so gehört haben, bietet vielen Radfahrern ruhigen Platz und alle sitzen da gerne und benutzen die Bank sehr gerne. Wie gesagt, unter fleißige Hilfe der jugendlichen Helfer. Das Abschlussbild gehört natürlich auch dazu, wurde auch in der Zeitung darüber berichtet. Super Geschichte, ich denke, über solche Sachen können wir noch mehr in nächster Zukunft machen. Als nächsten Punkt, wir haben natürlich auch Fördergelder einbeworben, und zwar im Februar 2020 wurden wir von der Bürgerstiftung der Kreissparkasse Stade eingeladen und über Fördermöglichkeiten im Bereich der Vereinsförderung informiert. Gleich am nächsten Morgen nach diesem Abend haben wir natürlich einen Förderantrag wieder für ein Objekt eingereicht, und zwar soll man ein Informationsschild an der Oste gehen. Das kann man hier auf diesem Bild schon erkennen, es ist noch nicht vorhanden, in unseren Gedanken ist es schon da. Wir wollen wahrscheinlich im Frühjahr 2021 dieses Schild an dieser Stelle aufstellen, und es soll über die Bahnbrücke, den alten Deich, die alte Kuhle, die alte Gastwirtschaft, die an dieser Stelle mal stand, wollen wir informieren. Und da wollen wir mit 625 Euro Zuschuss von der Kreissparkasse berücksichtigt. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an die Kreissparkasse, die solche Projekte immer gerne fördert. Ja, das ist nochmal ein Blick auf das Schild, wie es ungefähr werden soll. Das endgültige Layout steht noch nicht fest, aber wir sind dabei, und ich denke, im Frühjahr 2021 können wir vor Ort uns das Schild im Original ansehen. Ja, ich bin mit meinem Bericht am Ende. Ich denke, ein paar Sachen haben wir doch realisieren können im Bereich des Heimatvereins. Wir hoffen natürlich, dass wir nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr aktiv werden können und wieder präsentere Veranstaltungen durchführen können. Und ich übergebe jetzt an unseren Schriftwart Carsten Schwerin, der ein bisschen was über unsere Internetseite und das Archiv erzählen kann. Höchstens ein Hämmer rum und hat Vater in Fluss und hat wir noch so klug. Doch hören wir noch Anne und Born, das wohl, das geht mir zur Hand, den Gegern zurück. Hüt ist doch ein Abfluss. Ja. Hallo, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Carsten Schwerin, ich bin Schriftwart vom Heimat- und Kulturverein Burwick, und ich möchte das Archiv vorstellen und die Internetseite, die wir in der Zwischenzeit einrichten konnten. Wir haben im Grunde genommen, unser Hauptanliegen ist es gewesen, den Heimat- und Kulturverein in dem Sinne auch herzurichten bzw. einzurichten, dass wir Bilder und auch Texte archivieren können. Vor allen Dingen haben wir das daher gemerkt, dass wir viele vergessene oder Bilder oder Präsentationen gesehen haben, die wir auf PCs vorhanden zu Hause bei den einzelnen Mitbewohnern sind, die leider nach und nach tatsächlich auch verschwinden, weil halt PCs kaputt gehen und irgendwo auch die Sicherung nicht stattgefunden hat. Wir haben durch Fördergelder von der Kreissparkasse ein Archiv erstellen können. Somit haben wir die technische Basis hergestellt, dass wir tatsächlich halt auch die Möglichkeit haben, das auch in Redundanz zu sichern. Sprich, wenn uns selber auch mal eine Festplatte sterben sollte, haben wir die Möglichkeit, trotz allem das wiederherzurichten, und haben damit auch die Gewährleistung, dass wir die anvertrauten Dateien, Bilder, Chroniken vielleicht auch darstellen können. Wir haben uns dazu eine kleine Gliederung angesehen bzw. ausgedacht, wie man jetzt im Bild auch ein wenig sehen kann. Sprich, wir haben hier die Möglichkeit, gewisse Kategorien anzulegen, sodass wir auch relativ schnell Sachen wiederfinden können. Für Familien, Themen, Landschaft, Straßenzüge, Vereine des Dorfes und auch der Nachbardörfer, die uns letztendlich sehr interessieren und worüber wir hier gerne auch archivieren möchten. Der Verlust ist uns im Grunde genommen, wie ihr schon mitgekriegt habt, ein sehr hoher Punkt. Um jetzt aber mal zu zeigen, was das bedeutet, weil viele denken, ich habe eine VHS-Kassette oder ich habe noch alte DVD-Medien. Was passiert denn eigentlich damit? Die sind nämlich nicht unbedingt sicher. Die verändern sich nämlich sehr stark, und genau das möchten wir im folgenden Video einmal zeigen. Ja, wie wir hier sehr schön sehen können, das waren früher mal taghelle Aufnahmen. Leider ist es aber so, dass durch die Jahre
tatsächlich auch Farbe und Helligkeit im Material verloren gehen kann. Und genau das sehen wir hier. Es sind im Hintergrund Personen, die man gar nicht recht erkennen kann oder erst sehr spät erkennen kann. Und das ist natürlich relativ schade, gerade wenn man so wertvolles Material hat, das letztendlich aber nachher nach vielen, vielen Jahren einfach nicht mehr auswerten kann. Also je eher man anfängt, gewisses Material zu digitalisieren, auf Festplatte wie unseren Speicher zum Beispiel, umso eher haben wir die Möglichkeit, Material in guter Qualität und hoher Qualität wiedergeben zu können, auch nach vielen, vielen Jahren später. Ja, es gibt immer weniger Abspielmöglichkeiten. Es gibt keine VHS-Rekorder mehr und diese VHS-Rekorder, wenn es sie gibt, sind mittlerweile sehr, sehr teuer geworden. Und auch da lässt die Qualität mittlerweile mit sich spielen. Beziehungsweise leidet sehr darunter. Ne? Man hat tatsächlich auch, nicht nur, dass die Bilder dunkler werden, auch die Pixel werden weniger. Das Material ist spröder. Man hat keine Deutlichkeit mehr darauf wiederzufinden. Das sind Sachen, die kann man natürlich, je eher man digitalisiert und das Sachen findet, früher beheben. Also an alle das Appell, solltet ihr tatsächlich auf dem Spitzboden oder in irgendwelchen Kartons solches Material noch liegen haben, denkt da vielleicht an uns oder wir können auch gerne unterstützen, um sowas wieder aufarbeiten zu können. Ja, VHS-Kassetten, sehr, sehr viele haben die noch zu Hause im Regal. Ich selber habe da auch noch ein Dutzend von, die ich neulich wieder finden musste auf dem Spitzboden. Und ich musste mich daran erinnern, ich glaube, die funktionieren leider auch alle nicht mehr oder sehr, sehr viele nicht mehr, ganz gewiss nicht mehr in der Qualität. Man muss sich vorstellen, die VHS-Kassetten, das sind magnetische Tonbänder und dieser Magnetismus, der geht verloren über die Jahre. Und das ist der Grund, weshalb man nachher auch diese Qualitätsverluste hat. Ja, Bild- und wieder Videomaterial ist was Schönes und genau das wollen wir auch erhalten und vor allen Dingen auch über viele, viele Jahre noch sicher wiedergeben können. Ja, wie es gerade eingeblendet ist, DVDs denkt man auch, die halten für Ewigkeiten, aber tatsächlich auch nach 10 Jahren können auch die schon gewisse Materialschwächen aufdecken. Also denkt bitte rechtzeitig daran ans Archivieren. Wie gesagt, wir helfen sehr, sehr gerne dazu. Unsere Kontakte, die findet ihr auf der Internetseite. Und diese Internetseite, die möchte ich euch im Folgenden auch ganz gerne einmal nahelegen, beziehungsweise haben wir heute schon erfreulich gesehen, dass sehr, sehr viele diese Internetseite heute aufgerufen haben, um uns letztendlich hiermit folgen zu können. Und ich denke, die Internetseite ist ein sehr, sehr schönes Medium, wo wir uns tatsächlich auch zeigen können. Wir sind zwar im Moment noch recht übersichtlich dort, aber ich denke mal, die Seite wächst recht zunehmend. Und wir haben viele, viele Optionen, dort auch uns entfalten zu können. Hier haben wir mal einen kleinen Punkt nochmal zu der Homepage selber. Also über Home haben wir im Grunde genommen unsere Startseite generiert. Dann haben wir den Link letztendlich auch geschaffen, wo wir heute unser YouTube-Video starten konnten, beziehungsweise ihr das starten konntet, worüber wir uns sehr freuen. Zudem haben wir oben die Bildergalerie. Die Bildergalerie beinhaltet heute schon eine Bilderfolge, das ist das Thema des Ernteumzuges im Burweg vor vielen Jahren. Das möchten wir in einem weiteren Beitrag ein wenig näher bringen, weil wir dort halt auch Quellen haben, beziehungsweise Bilder haben, wo wir gar nicht genau wissen, wer da alles drauf ist. Und das würde uns natürlich brennend interessieren, weil wir denken, das ist noch eine Jahreszeit, wo vielleicht doch der eine oder andere sich vielleicht erinnern kann oder auch an den Großeltern gedacht, dass da vielleicht bekannte Bilder oder Gesichter wiederzuerkennen sind. Wir haben auf den Bildern Nummerierung festgelegt und diese Nummerierungen sind so im Internet wiederzufinden, damit wir einen Bezug herstellen können. Also wenn jetzt tatsächlich jemand auch nach dieser Veranstaltung dort diese Bilder sieht und jemand auf ein gewisses Bild erkennt, dann können wir über diese Referenz der Bildnummer nachher auch eine Zuordnung finden. Das würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da vielleicht dann doch irgendwo einen Input von außen geben könntet. Weiter haben wir Geschichten. Die Geschichten, die haben wir mal ein Beispiel reingestellt, da stellen wir uns tatsächlich vor, dass man zunehmend auch weitere Anekdoten schreiben kann. Ein bisschen Dönnies von früher, was ist passiert auf irgendwelchen Feiern, was ist geschichtlich vielleicht Schönes, was näher oder Erwähnenswertes, was man da nahe bringen kann. Das können auch Katastrophen sein, wie zum Beispiel die Sturmflut oder das Hochwasser über die Oste, wie auch immer, ganz beliebig. Alles, was irgendwo vielleicht interessant sein könnte,
wie zum Beispiel auch die Eisenbahn, da kommen wir aber einen Anhang zu, können wir hier ganz gerne nahebringen. Zuletzt noch ein Punkt über die Kontakte. Da haben wir im Grunde genommen einmal die Kontakte eingepflegt von den Mitgliedern, vom Vorstand. Und hierüber könntet ihr auch die Links finden, wenn ihr Geschichten schreiben möchtet, wenn ihr uns vielleicht irgendwelche Bilder zusenden möchtet oder letztendlich auch telefonisch erreichen wollt, dass wir unterstützen können. Telefonnummer, Adresse und auch E-Mail-Adresse sind dort wiederzufinden. Ja, zu guter Letzt möchte ich erwähnen im Folgenden die Geschichte, die ich eben über die Internetseite schon erwähnt habe. Es geht um die Eisenbahn in Burwig und durch Burwig. Ja, da haben wir alle Kosten und Mühen quasi nicht gescheut und den Referenten selbst hierzu eingeladen, der ein paar Texte oder ein paar Takte dazu sagen möchte. Und gäf dat auch Kummer und gäf dat mal Streit, dat wird doch ne schöne Tiet. Der Referent trinkt sich noch Mut an, eine Sekunde. Dat kümmt nicht wie. Zu uns. Also es ist, wir müssen nicht nur über E-Mail oder Telefon, wir würden uns natürlich auch gerne über persönlichen Kontakt freuen, das ist ganz klar. Davon lebt ja auch der Heimatverein. Ich möchte jetzt noch ein bisschen was über den Bericht oder die Geschichte der Eisenbahn in Burwig erzählen. Zum Hintergrund, wir haben uns überlegt, wie können wir denn die Geschichten zusammenfassen oder wie können wir denn die Ereignisse von Burwig in Form bringen. Und da haben wir uns gesagt, einfach irgendwo hinzugehen und zu fragen, erzähl mal ein bisschen was von früher, das bringt uns nichts. Wir müssen spezielle Themen zu irgendwelchen Vereinen, von den Feuerwehren, von den Geschichten, von der Zeit erzählen. Und ich hatte mir mal als Vorlage gedacht, die Eisenbahn, das ist ein gutes Thema, da kann man ein bisschen was darüber erzählen. Da haben wir uns mal ein bisschen informiert, was früher so gewesen ist. Und je länger man darüber nachdenkt, desto mehr kommt eigentlich raus. Die Geschichte der Eisenbahn, alle Vereinsmitglieder, die haben das in den letzten Tagen in der Post gehabt, haben wir so ein kleines Schriftstück zusammengefasst, was, denke ich, eine ganz interessante Geschichte ist. Und ja, unter anderem kann man diese Geschichte auch jetzt auf unserer Internetseite runterladen oder sich ansehen. Und da kommen doch ein paar Neuigkeiten raus, die, denke ich, nicht alle von uns wissen. An dieser Stelle nochmal einen Dank an Hans-Gerd Alstedt aus Hechthausen, von dem natürlich ganz viele Bilder und Fotos über die Eisenbahn bekommen haben. Hans-Gerd, an dieser Stelle nochmal schönen Dank. Ja, beginnen möchte ich mit der Gründung der Eisenbahn. Achso, da ist es ja. Die ersten Planungen zur Eisenbahngeschichte fanden bereits 1863 statt und nach ziemlich vielen Jahren, 1872, wurde die Cuxhavener Eisenbahn Dampfschiff- und Hafenaktiengesellschaft gegründet. Die Gesellschaft hatte zum Ziel, eine Eisenbahnstrecke zwischen Hamburg und Cuxhaven zu errichten und auch gleichzeitig in Cuxhaven einen Hafen herzustellen, der die Einwanderer und Auswanderer in die ganze weite Welt verschiffen konnte. Wie gesagt, das war, auf diesem Bild kann man erkennen, die Beteiligung. Es wurden natürlich über private Fördergelder wurden Beteiligungen ausgegeben und man konnte sich an dieser Gesellschaft beteiligen. Das Kapital hat nicht ganz gereicht, deswegen hat der Bau etwas länger gedauert. Aber am 11. November 1881 wurde die feierliche Eröffnung gefeiert. Von der Bahnstrecke zwischen Hamburg, Stade und Cuxhaven. Damals gab es noch große Einladungskarten und Erinnerungskarten. Das ist heute alles ein bisschen spartanischer. Wie gesagt, hier auf diesem Foto kann man es gut erkennen. Und dann fuhr die erste Bahn. So. Und dann ging es eigentlich schon los mit der Eisenbahn in Burwig. Hier auf diesem Bild kann man sehr gut erkennen, damals 1881 oder 1882 gab es 5 Bahnübergänge in Burwig. Fangen wir mal auf der linken Seite an. Das ist der erste Bahnübergang. Der ist, wo jetzt die Horster Beek-Brücke ist. Da war ein Bahnübergang. Dann der zweite Bahnübergang ist hier, ehemals Heinz Brinkmann. Das war auch ein Bahnübergang mit Wärterhäuschen. Dann kommen wir weiter. Das ist die Fortführung vom Eichering. Auch da war ein Bahnübergang mit Bahnwärterhäuschen, das ist der sogenannte Posten 35. Und ein Stück weiter von mir aus gesehen rechts ist jetzt der einzige Bahnübergang, der heute auch noch erhalten ist. Das ist der Bahnübergang im Schacht. So, und hier ganz auf der rechten Seite haben wir noch den Bahnübergang,
Der ist in der Nähe von dem jetzigen oder von dem ehemaligen Osterfeuerplatz hier in Burweg. Der wurde in den 70er Jahren durch eine Bahnüberführung, Unterführung ersetzt. Wie gesagt, viele wissen das eigentlich gar nicht, dass wir in Burweg 5 Bahnübergänge hatten. War damals wohl so gewollt. Und wie gesagt, die Bahnbeschäftigten hatten ja auch dann gut zu tun. Auf dem nächsten Bild kann man nochmal, das ist nochmal ein Lageplan, wo die beiden Bahnübergänge im Schacht und Eichenring genau zu sehen sind. Diese Fotos und Karten, die kommt man alle schön beim Landesarchiv in Stade, kann man sich die angucken und das gewährt schon einen richtig guten Eindruck, was damals so gewesen ist. Hier der sogenannte Posten 35, das war das Bahnwärterhäuschen, da sind die Züge dann vorbeigefahren, waren ständig besetzt von Mitarbeitern der Bahn. Deswegen, auf dem nächsten Foto kann man auch erkennen, in Burweg waren relativ viele Bahnangestellte, zwei Wärterhäuschen an der Brücke, an der Osterbrücke waren auch nochmal zwei Wärterhäuschen, da kamen schon einige zusammen, da war schon eine gute Gemeinschaft, kann man auch sehen. Das Feierabendbier, das gehörte auch dazu, so muss es sein. Max, das ist übrigens genauso wie bei uns, du darfst kurz mal unterbrechen. Ja. Und ich denke, die Zuhörer vor dem Fernseher auch zum Wohle. Ja, da haben sich die Zeiten nicht geändert. Früher wie heute sind wir mit dem Alkohol alle sehr zugetan. Ne? So, das hier ist jetzt ein Foto von dem Bahnwärterhaus aufgenommen, ca. 1910. Bahnwärterhaus an der Osterbrücke. Auf beiden Seiten der Osterbrücke hat jeweils ein Bahnwärterhäuschen gestanden. Oder Häuschen ist gut gesagt. Also es ist ein Wohnhaus, wo die Familien der Bahnwärter gewohnt haben. Und die beiden Bahnwärter mussten sich um die Bedienung der Bahnbrücke kümmern. Das ist der Dienstausweis von dem letzten aktiven Bahnwärter der Osterbrücke, Johann Log. Sein offizieller Dienstbezeichnung war königlicher Bahnwärter. Und wie gesagt, er war ständig, er wohnte vor Ort, er hatte die Brücke zu bedienen, bis quasi die Drehbrücke abgebaut wurde. Wenn man heute noch illegalerweise an der Bahnbrücke mal ein bisschen guckt, kann man die alten Fundamente von dem Häuschen noch erkennen. Weil wieder im Bahnbereich sollte man eigentlich nicht spazieren gehen, aber wieder die Fundamente sind noch vorhanden. Man kann noch ungefähr erkennen, was damals da gewesen ist. Auf diesem Foto sehen wir noch einen Wohnwagen der ehemaligen Eisenbahnflak. Das war kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, bevor die provisorische Brücke der Briten errichtet wurde. Auf diesem Foto sehen wir Klaus von Bremen. Auch er war bei Eisenbahn angestellt. Klaus von Bremen ist natürlich ein Ur-Burweger und er hatte auch seinen Dienstposten an der Eisenbahnbrücke. Dies ist ein Lageplan der Bahnbrücke, wie sie damals gebaut werden sollte. Natürlich sieht man auf diesen Fotos auch noch andere Informationen. Zum Beispiel hier im südlichen Bereich, das ist die ehemalige Schiffstelle von Burweg-Blumenthal. Hier, das sind noch die Wohngebäude oder die Gebäude, wo die ehemalige Gastwirtschaft an der Oster zu sehen sind. Diese Einbuchtung, das waren ja die Seelauslässe oder die Schiffstellen, wo auch damals Schiffsverkehr war. Auf der anderen Osterseite sieht man noch die ehemaligen Ziegeleien, die hier angesiedelt waren. Das ist heutzutage alles nicht mehr zu erkennen, aber diese alten Karten, die geben das noch her. Und wie gesagt, hier natürlich die Bahnbrücke, die als erste Version als Drehbrücke geplant war. Viele werden es nicht wissen, aber wie gesagt, damals 1880 rum war noch relativ starker Segelschiffsverkehr vor Oste und so konnte man keine Brücke bauen, die den Schiffsverkehr einschränken konnte. Deswegen hat man sich eben wieder für diese relativ aufwendige Konstruktion, man muss sich vorstellen, vor fast über 100 Jahren, wurde eine Drehbrücke gebaut, das war damals nicht so einfach. Wie gesagt, man hat sich für eine Drehbrückenkonstruktion entschieden, hier in diesem Bereich, das ist ein Drehelement, die anderen drei Elemente waren fest und starr, aber dieses Element konnte um 90 Grad gedreht werden, sodass die Segelschiffe hier durchfahren konnten. Hier ist nochmal eine schöne Zeichnung, sowas wird man heute nicht mehr sehen, aber damals waren das noch alles Handzeichnungen, die auch ein bisschen was für die Optik zu bieten hatten. Dies ist ein Originalfoto aus der Zeit mit der Drehbrücke im Hintergrund. Hinten links sind die Wärterhäuschen von Hechthausen zu sehen.
Ja, hier ist ein Originalbild aus der Zeit, wo ein Schiff diese Drehbrücke, die geöffnete Drehbrücke, passieren konnte. Und das nächste Bild ist eigentlich dafür geeignet, wo man sieht, die Schiffe fahren durch die Brücke, die beiden Brückenwärter betätigen per Hand die Brücke und öffnen sie auch, schließen sie auch wieder per Hand. Das war eine unheimliche Muskelarbeit, aber war wohl so notwendig. Ja, dieses Bild zeigt eigentlich die Verschlusskonstruktion oder die Verriegelungsbolzen. Eine kleine Anekdote dazu. Damals war man technisch noch nicht so weit. Also es ist eine relativ massive Stahlkonstruktion. Und im Sommer hatte man das Problem bei einer massiven Stahlkonstruktion, dass sie sich bei Wärme ausdehnt. Und die Ausdehnung hatte man wohl nicht ganz so genau berechnet. Das heißt, wenn die Brücke im Sommer geschlossen war und sie sich ausgedehnt hat, konnte sie nicht geöffnet werden. War für die Schiffer natürlich hinderlich. Sie mussten dann halt so lange warten, bis es nachts abkühlte und dann die Brücke geöffnet werden konnte. Also das heißt, auch die Brückenwärter waren Tag und Nacht im Einsatz, sodass der ordnungsgemäße Verkehr dafür geregelt werden konnte. Hier noch wieder eine schöne Detailzeichnung von diesem Verschlusssystem. Konnte man alles im Staatsarchiv in Stade sich ansehen. Ja, der Bau der Bahnstrecke wurde natürlich auch mit Fotos dokumentiert. Damals unheimlich viele Leute, heute wird es natürlich alles durch Maschinen durchgeführt, aber damals war es noch reine Handarbeit. Die Kolonne wurde auf dem Foto dargestellt, im Hintergrund kann man Bouvet erkennen. Noch ein interessanter Plan, was man sich damals alles so für Sachen ausgedacht hatte. Der ursprüngliche Verlauf der Oste kann man hier erkennen. Das ist ja ein relativ scharfer Bogen und für die Strömung der Oste ist es natürlich eher hinderlich. Mit starken Auskreuzungen und starken Wirbelungen hat man sich doch damals einfach überlegt: Mensch, wir legen die Oste einfach um und wir begradigen die Oste einfach ein wenig. Hier, das ist ein schöner, eleganter Bogen. Ja, heutzutage wird das natürlich ein langwieriges Verfahren nach sich ziehen. Damals wurde es einfach so geplant. Umgesetzt wurde es damals aber nicht. Wäre wahrscheinlich auch relativ aufwendig gewesen. So, in den Jahren, die Brücke hat ihren Dienst getan. In den Jahren 36 bis 38 ist der Verkehr, 1936 bis 38 ist der Verkehr sehr stark angestiegen. Man hat sich überlegt, die alte Brücke mit dem Drehverschluss oder als Drehbrücke war nicht mehr wirtschaftlich. Der Segelverkehr auf der Oste hat sehr stark abgenommen. Man hat sich überlegt, oder die Verantwortlichen haben sich überlegt, wir bauen eine neue Bogenbrücke, weil diese Drehbrücke nicht mehr notwendig ist. Und wie gesagt, damals war es auch alles noch relativ unkompliziert. Es wurde relativ schnell geplant, relativ schnell gebaut und hier kann man die Baustelle gut erkennen für die neue Bogenbrücke unter Beibehaltung des Bahnbetriebes. Also die neue Brücke wurde nördlich der ehemaligen Brücke erstellt. Und hier auf dem nächsten Bild kann man es schön erkennen. Da ist der Fotograf wahrscheinlich oben auf eine Ramme geklettert und hat ein Luftbild oder ein Bild von oben gemacht mit Blick auf Beauvais. Also nördlich von dem ehemaligen Bahndamm wurde einfach ein bisschen was angekippt oder Sand angeschüttet. Im hinteren Bereich kann man das Widerlager der B73-Brücke erkennen. Ja, schönes Foto. Wenn man länger rauf guckt, ist super. Wie gesagt, das wurde damals einfach so gemacht. Hier noch eine Bauzeichnung von der Brücke. Sie hat ja nur 7 Jahre Bestand gehabt. Es war eine, wie gesagt, sogenannte Bogenbrücke. Der feste Teil im rechten Bereich ist geblieben. Nur die Bogenbrücke wurde neu erstellt. Hier kann man ein Bild von dem Bau erkennen. Das hat die Firma Jucho aus Dortmund erstellt. Das war eine bekannte Firma zu der Zeit, die viele große Baustellen errichtet hat, auch nach dem Krieg. Firma Jucho sagt dem einen oder anderen wahrscheinlich nicht so viel, aber wenn man überlegt, zum Beispiel der Kran auf der Sitaswerft in Neuenfelde, da steht der Groß Jucho dran und der wurde auch von dieser Firma aus Dortmund errichtet. Und unter anderem auch die Rendsburger Hochbrücke, die auch vielen bekannt sein müsste, wurde auch von der Firma Jucho errichtet. Von daher, es war eine bekannte Firma, die viele große Bauwerke zu der Zeit oder auch danach, nach dem Krieg in Deutschland errichtet hat. Da steht es nochmal genauer und das ist die Konstruktion. Wie gesagt, hier kann man die neue Brücke im Hintergrund schon gut erkennen. Im vorderen Bereich ist ein Arbeitsschiff, was die alten Konstruktionsfehler zum Abbruch der alten Brücke hat. Da werden die Fehler gezogen
Im Grunde ist es nichts anderes wie heute. Die neue Brücke wird gebaut, die alte wird abgebrochen. Ja, dort sieht man, die rechte, auf der rechten Seite, die Brücke ist fertiggestellt, der Betrieb läuft und die alte Brücke wird abgebrochen und die Fundamente der alten Brücke werden auch unter Wasser gesprengt. Das war damals so geplant. Nichtsdestotrotz denke ich, heute sind auch noch teilweise die Fundamente der alten Brücke in der Oste zu erkennen. Ja, jetzt sehen wir hier ein nicht so schönes Bild. Am 3. Mai 1945 wurde die schöne neue Brücke, die ja nur 7 Jahre in Betrieb war, von den abziehenden deutschen Truppen gesprengt. Heutzutage machen wir nicht verstehen, aber damals war das wohl so in Ordnung. Wie gesagt, die Brücke ist kaputt, der Bahnbetrieb wird eingestellt. Aber die britischen Besatzungsmächte, die hier für Ordnung gesorgt haben, konnten relativ schnell eine neue Brücke besorgen. Das ist hier auf der linken Seite zu erkennen. Das ist ein sogenanntes Provisorium. Die Pioniertruppen der Briten haben über den Wasserweg diese neue Brücke eingeschwommen und sie wurde dann relativ schnell wieder montiert und sollte eigentlich nur als Provisorium dienen. Das ist ein Bild aus den 60er Jahren von diesem Provisorium. Sie sollte als Provisorium dienen, war als eingleisiges Brücke geplant und tut bis heute ihren Dienst, weil wenn man sich das ist ein relativ aktuelles Foto, hat sie im Grunde nicht viel getan und wenn man sich die aktuellen Zeitungsberichte liest, soll die Brücke auch noch die nächsten 30 Jahre so ihren Bestand erhalten. Also als Provisorium echt gut gemacht, kann man den Briten nur danken. Hier sehen wir ein Bild von der Horsterbeek-Brücke, ein Bild aus meinen Kindheitstagen, an diese alten Loks kann ich mich auch noch daran erinnern. Und an der Horsterbeek-Brücke hat sich mittlerweile auch einiges getan. Sieht so auch nicht mehr aus. Ähnliches Bild mit der gleichen Lok an der Brücke beim alten Osterfeuerplatz. So, wenn man heute an den Bahngleisen lang spaziert, so sehen die Züge heutzutage aus. Da steht so ein Metronom drauf, mittlerweile steht der Start drauf. Aber die Züge sind ja die gleichen geblieben. Ein paar Unfälle oder kuriose Geschichten sind auch passiert. Hier auf diesem Bild kann man ganz schwer erkennen. Ist in den Jahren im Jahr 2003 passiert. Ein LKW der Firma Toborg ist aus Hechthausen gekommen, hat seinen Auflieger hinten dran gehabt und hat wohl versehentlich den Auflieger hochgekippt. Und an der Eisenbahnbrücke auf der B-70 hat seine Fahrt ein jähes Ende genommen. Und zwar ist er mit dem hochgeklappten Auflieger an der Brücke hängen geblieben. Der LKW hat abrupt gestoppt. Dem Fahrer ist zum Glück nicht allzu viel passiert, hat so ein paar Kopfverletzungen davon gezogen, aber er fährt wohl noch. Nicht ganz so scharfes Foto haben wir von Rembo bekommen. Sein Vater Klaus Hermann Borchers hat zur Schneekatastrophe 78/79 dieses Foto aufgenommen. Wie wir alle wissen ja, da hat es relativ viel Schnee und Schneeverwehung gegeben. Und auch da hat die Bahn dann Loks mit Schneeflügen eingesetzt, um die Gleise wieder frei zu bekommen. Wie gesagt, das Foto ist nicht ganz so scharf, aber man kann schon erkennen, mit welchen Massen da auf den Gleisen lagen. Als letztes kann man noch dieses Foto erkennen, das ist noch gar nicht so alt. Da waren Bäume auf die Gleise geweht. Die Bovega Feuerwehr wurde als Einsatz herangerufen, sollte die Bäume von den Gleisen beseitigen. Leider wusste der Lokführer nichts von dieser Aktion und er ist in den ungebremst oder mit geringer Geschwindigkeit in die Einsatzstelle reingefahren. Zum Glück wurde niemand verletzt und die Sache ist relativ glimpflich ausgegangen. Das war der Bericht über die Bovega Eisenbahn. Wie gesagt, wer die etwas genauer den Bericht sich anlesen möchte, auf der Internetseite kann er ihn runterladen oder kann er sich angucken. Und das ist so ein Beispiel, wie die Geschichte aus unserer Region zusammengefasst werden kann. Und jetzt sind natürlich alle gefordert, wir würden es schön finden, wenn sich vielleicht der eine oder andere mal angesprochen fühlt und über andere Geschichten noch was erzählen kann. Es gibt ja so viele Themen, über die man berichten kann. Matze, da möchtest du vielleicht noch was zu sagen. Ja, Max, also erstmal herzlichen Dank, Thorsten, das hast du ganz toll gemacht. Ich glaube, wir sind alle begeistert zu sehen, was mit der Bahn, wo man so viele Dinge drüber berichten kann. Und jetzt sind wirklich, wie du sagst, viele andere gefragt, denn wir haben so viele Fachleute bei uns, sicherlich im Dorf, die über so viele Themen sprechen können, wie wir
hier einfach mal dargestellt haben. Also es gibt bei uns oder gab bei uns, muss man ja ganz ehrlich so sagen, die gibt es ja nicht mehr, die Volksbank, die Bank, die Genossenschaftsbank. Da gibt es sicherlich Leute, die sagen können, oh Mann, ich habe das vielleicht damals, ich war dabei, dass es aufgelöst wurde. Die können sich zusammensetzen, die können mit mehreren Leuten vielleicht darüber sprechen. Wir haben den Schützenverein natürlich, der seit vielen, vielen Jahren besteht. Und da haben wir sogar zwei von, einmal in Blumenthal und einmal in Burweg. Also das ist natürlich Themen, wo man auch eine kleine Geschichte drüber schreiben kann. Die Ziegeleien, es gab Ziegeleien, hatte Max schon erzählt, die gab es auch in Blumenthal, an der Oste zum Beispiel. Wenn man da mal in den Bereich des Archives, Stader Staatsarchiv schaut, da findet man viele, viele Themen. Da hast du deine Karten herausgesucht, da hast du viele alte Fotos gefunden und wer da Lust zu hat, zu solchen Dingen etwas zu schreiben, die Feuerwehr, wir haben Brandmeister, wir haben ehemalige Brandmeister im Ort, die über genau diese Themen vielleicht ein, zwei, drei Worte aufschreiben können. Die Landwirtschaft, genug Landwirte im Ort. Wir haben, die sich zusammentun können, was ist aus der Landwirtschaft passiert. Früher waren es, ich weiß es nicht, 50 Landwirte vielleicht bei uns in der Gemeinde, jetzt sind es vielleicht etwas weniger. Wir haben die Dorfschule. Die Dorfschule, es gibt sicherlich Möglichkeiten über die Dorfschule, die jetzt unsere Kindertagesstätte ist, etwas zu schreiben. Die Kirche. Es gibt einen schönen Bericht mittlerweile schon im Internet über die Kirche, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der mag vielleicht noch die eine oder andere Anekdote kennen aus dem Kirchenbereich. Oder meine Straße. Meine Straße steht jetzt für viele, viele Straßen. Das kann die Hüsloh-Straße sein, das kann die Bauernreihe sein, das kann egal welche Straße sein und egal welches Alter sein. Das kann eine alte, eine neue Straße sein. Die Geschichte, die muss überall aufgeschrieben werden, damit wir in 50, 100, 120, 200 Jahren irgendwo auch wissen, was ist da passiert. Und es können kleine Geschichten sein. Thorsten hat jetzt eine Riesengeschichte aufgeschrieben. Aber das muss nicht so lang sein. Es können auch nur zwei DIN A4 Seiten sein. Das würde uns helfen. Die Genossenschaft an der B73, ein großes Gebäude, prägnantes Gebäude bei uns in der Gegend. Wir haben die Politik. Ja, da sitzt jetzt hier einer, der hat die jüngste Geschichte vielleicht mitgeschrieben, aber es gibt genug Leute, die vielleicht die alte Geschichte der Politik mitgeschrieben haben, die vielleicht zwei, drei Anekdoten aus der Ratssitzung kennen. Wir haben Flüchtlinge, viele Flüchtlinge bei uns im Ort aufgenommen. Es gibt Gastwirtschaften und viele, viele gibt es schon gar nicht mehr. Wenn wir wissen, dass es auf der Horst damals drei Kneipen gab, auf der Horst, es stehen vielleicht gerade mal 6 Häuser dort, 7 Häuser dort, aber es gab 3 Kneipen. Also das muss man schon irgendwo mal vielleicht mal aufgeschrieben haben. Oder Deichschauen. Also da haben ja auch schon einige bei uns im Ort sich sehr, sehr engagiert und haben über Deichschauen gesprochen. Uns als jungen Leuten fällt es sehr, sehr schwer, die alte Sprache wieder zu lesen. Diese Süterlin-Sprache, die ist sehr, sehr schwer für uns, dass wir die entziffern können. Da brauchen wir vielleicht die ältere Generation, die uns hilft. Und es gibt ja einige Übersetzungen, gibt es schon. Die müssen einfach nur gesammelt werden, weil wenn sie jeder einzeln zu Hause hat, dann gehen sie verloren. Und das, was Carsten heute schon gesagt hat, wir haben einen Server, wir haben die Möglichkeit, das zu speichern und das bleibt für die Ewigkeit dann erhalten. Die Fähren gibt es viele an der Oste, es gibt Fährstraßen und so weiter. Aber in Burweg hatten wir auch Fähren. Wir hatten, glaube ich, sogar 2 Stück. Also das ist interessant, das vielleicht auch wiedergeben zu können. Die Flüsse allgemein, die Schifffahrt. Thorsten hat es gesagt, Burweg hatte eine Schiffsstelle früher. Es gibt Tischlereien, es gibt Zimmerreihen, die mittlerweile viele hundert Jahre alt sind. Es gibt Deichschauen, es gibt die Familie selbst. Da fängt es an, die Familie selbst. Wer hat in meinem Haus gelebt? In den verschiedenen Häusern zu sagen, welche Generationen, welcher Name ist damals eigentlich im Jahre 1800 irgendwo bekannt gewesen, die gibt es heute vielleicht gar nicht mehr. Also all diese Dinge, dass man sowas aufschreibt und für sich selber vielleicht einfach mal abends bei der Tagesschau, man schaut sich Fernsehen an, man schaut sich vielleicht, ja, oder lässt den Fernseher vielleicht sogar mal aus in der heutigen Zeit und schreibt einfach mal 2 DIN A4 Seiten über das, was einem einfällt. Einfach eine Geschichte, die ja gar nicht so lange her ist. Und das ist für die Nachwelt ganz interessant. Und Geschichten und Bilder, das ist das Allerwichtigste. Ja, jetzt machen wir aber mal einen kleinen Break.
Thorsten zeigt, dass du kannst reden, Thorsten. Ja, und wir wollen natürlich auch, also nicht, dass ihr euch verunsichert fühlt, also wir unterstützen euch natürlich auch, aber die Informationen, die brauchen wir von euch. Also nicht, dass eine Angst hat, irgendwas aufzuschreiben oder bei irgendwas in den Rahmen zu bringen. Also wir sind natürlich auch gerne dafür bereit, euch zu unterstützen bei dieser Zusammenstellung. Und so. Das ist ja auch unser Job, deswegen haben wir uns auch zusammengefunden. Also aber wir brauchen, ohne Informationen können wir nichts aufschreiben. Aber wenn ihr irgendwo Fragen habt oder Informationen habt, dann sagt Bescheid oder wir kommen zu euch oder ihr kommt zu uns und wir setzen uns mit euch zusammen und schreiben das auch auf. Das ist nicht das Thema. Ne? Aber ohne Informationen sind wir halt aufgeschmissen. Wir brauchen die Informationen. So, wir haben heute keine Werbepartner gefunden, aber wir brauchen alle mal eine kleine Pause. Und deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, wir haben Heiner gefragt, eine kleine Live-Schalte vielleicht zu ihm auf den Saal zu bringen. Und das wollen wir jetzt gerade mal machen. Heiner hat sich bereit erklärt und wir wollen ein kleines Stück von ihm hören. Das finden wir wirklich total klasse und das wollen wir jetzt mal eben ganz kurz wiedergeben. Schenk mir noch eine Stunde, lass diese Nacht noch nicht zu Ende gehen. Schenk mir noch eine Stunde und lass uns schauen, ob wir noch Freunde sind. Freunde für ein paar Worte, ein paar Gedanken, ein paar Gläser Wein. Ja, schenk mir noch eine Stunde, um unter Menschen Mensch zu sein. Lass uns zusammen trinken, wie an der Theke neue Welten bauen. Lass uns der Lebensfreude ganz einfach unter ihre Röcke schauen. Lass uns zusammen tanzen, ich will mit Herz und Händen dich berühren. Ja, schenk mir noch eine Stunde, ich fühle Leben, ich will es spüren. Schenk mir noch eine Stunde, und wenn der Morgen auf den Straßen singt, möchte ich, dass deine Seele vor Zuversicht und Glück beinahe zerspringt. Und wenn der Tag auf und dieser Nebel trotzdem dich nicht stört, ja, dann war die eine Stunde, war diese Stunde ihr Leben wert, war die Stunde ihr Leben will. Ja, Digi, hallo zusammen. Wir haben jetzt noch ein paar Bilder vorbereitet für euch. Dass ihr uns ein bisschen unterstützt. Und zwar geht es da um einen Ernteumzug in den 50er Jahren. Und da sind wir eben jetzt auf eure Mithilfe angewiesen.
Ja, wir würden uns halt sehr freuen, weil wir tatsächlich den einen oder anderen dort nicht kennen und wir möchten halt ganz gerne doch diese Bilderserie aufnehmen und haben sie auch schon im Internet veröffentlicht. Das heißt, wenn ihr jetzt vielleicht das ein oder andere Bild ein bisschen näher im Nachhinein betrachten möchtet, habt ihr gerne auch die Möglichkeit, das über das Internet zu tun. Also das haben wir schon dort veröffentlicht und da sind noch ein, zwei Bilder mehr drauf. Trotzdem möchten wir jetzt hier ein paar spezielle Sachen vorstellen. Okay. Also hier haben wir jetzt den Ernteumzug. Zu sehen ist, dass der Umzug beginnt also auf der jetzigen B73. Im Hintergrund kann man sehen die jetzige Bauernreihe. Ja, und da würden wir uns jetzt eben wünschen, dass ihr uns da Namen nennen könnt, wer auf dem Foto zu sehen ist. Also die Bilder sind ja relativ klar. Das ist halt auch das Schöne daran. Aber zum Beispiel, wenn wir eine Person rausnehmen, ja, oder zwei in diesem Fall, wir wissen leider nicht genau, ja, welcher Name steckt dahinter oder wo kommt der her, wo sind die Zusammenschlüsse und genau das möchten wir halt auch ganz gerne mit dokumentieren und hoffen halt auch ein bisschen Hilfe. Aber wir sehen hier vorne tatsächlich die ehemalige B73, im Hintergrund die Bauernreihe, in der Mitte war der ehemalige Schießstand. Hier die gleiche Örtlichkeit, jetzt haben wir da ein paar Reiter zu sehen. Da ist für uns auch die Frage, sind das alles hiesige Reiter oder aus benachbarten Ortschaften? Ja, da wäre es eben schön, wenn wir da ein paar Namen zu hätten. Ihr könnt das ja mal so auf euch wirken lassen, jetzt wo ihr das so seht, ne? Aus der gleichen Perspektive des Fotografen Augs haben wir jetzt hier tatsächlich die Reiter noch einmal näher herangezogen, wo man tatsächlich vielleicht auch das eine oder andere an Gesichtern vielleicht näher erkennen kann. Vielleicht wird sogar der eine oder andere hellhörig zu diesem Moment. Man schaut einmal drüber. Ja, hier ein weiteres Foto mit einem Pferdegespann. Da haben wir auch schon eine Vermutung, wer das sein könnte. Ich tippe mal so auf Herbert Borchers, aber ganz sicher sind wir uns nicht. Ja, deswegen auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr Namen für uns habt, bitte gerne melden. Vielleicht da nochmal ganz kurz. Der Carsten hat es vorhin erzählt, ihr könnt auf der Internetseite schauen und auf der Internetseite sind diese Bilder auch aufgeführt und da gibt es Nummern und diese Nummern, die könnt ihr einfach nehmen, die schreibt ihr auf ein DIN A4-Blatt und dann sagt ihr einfach, hey, von links der erste, das ist Herbert, der nächste, das ist Herr X und schreibt das einfach auf, schmeißt das irgendwo in den Kasten bei uns und das hilft einfach. Das ist einfach für die Nachwelt, ist das ganz interessant, wer steckt eigentlich hinter dieser ganzen Welt oder warum wurde dieser Wagen überhaupt aufgebaut? Was soll das bedeuten? Warum gibt es hier so einen kleinen Pferdewagen? Wer sitzt hinten drin als junger Mann, der da halb rausfällt, sich zur Seite lehnt oder so etwas? Also das sind interessante Informationen oder ihr sagt einfach, was sind das für Schilder im Hintergrund? Das ist der alte Schießstand, ja. Aber vielleicht habt ihr da noch weitere Informationen dazu und schreibt es einfach von der Leber weg. Lasst euch, wenn ihr etwas älter seid, von eurer Jugend vielleicht irgendwo die Internetseite aufmachen, unserer Webpage und einfach zu sagen, Mensch, die Bilder gehen wir mal durch und ich weiß da ganz, ganz viel drüber und ich möchte gerne was aufschreiben. Holt euch den Enkel ran, der Enkel soll deinen Stift in die Hand nehmen und schreibt das dann alles auf. Genau, also letztendlich sind das Fragen an Jung und Alt. Wer dazu etwas weiß, wäre natürlich sehr, sehr erfreut, darüber etwas zu erfahren. Auf diesem Bild sehen wir im Grunde genommen, ja, wahrscheinlich dann doch irgendwo ein Umzug bzw. eine Gruppe der Schule. Vorneweg wurde uns erzählt, der Mann mit dem Hut und dem langen Mantel, das sollte der Lehrer Meier gewesen sein. Natürlich, die Mädels dahinter, vielleicht, ja, weißt du da der eine oder andere, auch heute noch sogar einen Namen dazu. Das wäre super. Also Matthias hat es ja gesagt, die Fotos, die sind ja auch noch bei uns verfügbar. Wenn das jetzt zu schnell gehen sollte, wir haben die ja auch noch hier, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ja, im Grunde genommen soll die Show ja auch nicht langweilig sein. Hier sehen wir die Gruppe zwar noch einmal, aber aus einer anderen Perspektive. Hier sehen wir quasi von der linken Hand den ehemaligen oder den Hof Bast. Darüber über die blaue Straße kommt, wird hier die heutige B73 gekreuzt, was dann weiterführt in die Dorfstraße, heutige Dorfstraße. Ne? Interessant auch nochmal zu sehen, dass da ja ganz alte Bäume stehen an der jetzigen B73. Das hat man ja so gar nicht mehr vor Augen. Ja. Eine schöne Kulisse kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Ja, hier nochmal auch, dass die Kinder, da ist vielleicht auch noch der ein oder andere dabei, der sich jetzt erinnern kann oder auch noch sagen kann, ja, das bin ich. Da sind wir eben jetzt wirklich auf eure Mithilfe angewiesen. Ist auch nochmal an der gleichen Stelle B73 im Hintergrund zu sehen, die jetzige Bauernreihe. Ja, hier haben wir nochmal die Gruppe von kleinen Kindern oder kleineren Kindern, wo wir letztendlich auch den Übergang wieder haben von der alten, von der Blauen Straße über die Bundesstraße Richtung Dorfstraße. Aber auch da ein kleiner Blick für ein bisschen dichter ran, wo man ganz gewiss vielleicht den einen oder anderen erkennen kann. Auch der junge Kamerad da unten, der kann sich vielleicht noch daran erinnern. Ja, hier das nächste Foto, hier einen schönen geschmückten Erntewagen. Die Herrschaften, die da drauf sind, das wäre auch ganz gut. Die scheinen da auch, das Feiern können sie auch, wie man sieht. So, und dass sich da der ein oder andere auch nochmal wiedererkennt oder seine Eltern, wie auch immer. Das sieht ganz danach aus, wenn du mal die Dame da in dem, na, Dirndl ist es nicht, aber in der alten Tracht annimmst, wenn du die mal ein bisschen hell machst, macht doch mal einer von euch. Bisschen rüber, guck mal da, da steckt doch ein bisschen heutzutage Mirja oder Christa Hellwige drin. Vielleicht ist das ja in diese Richtung irgendwo, wir können nur mutmaßen, aber sicherlich sind von den vielen, vielen Zuschauern draußen, übrigens an dieser Stelle herzlichen Dank für alle, die zuschauen. Also wir haben hier über hunderte Zuschauer, wir sehen das ja hier, was YouTube angemeldet ist. Und herzlichen Dank dafür und ich hoffe, ihr habt alle Spaß dabei, euch das Ganze anzugucken. Also es ist wirklich, ja, es ist manchmal intern, was diese Bilder hier angeht, aber wir haben sicherlich auch ein paar interessante Dinge so für alle weiteren, auch nicht Burweg-Gemeindemitglieder dabei. Okay. Schauen wir doch einfach mal weiter. Hier haben wir noch einen kleinen Wagen oder einen sehr schönen Wagen von der, ja, Näherei, Steckerei, Spinnerei, sagt man wohl früher oder ist es auch heute noch gewesen, wo wir halt natürlich auch ganz gerne ein bisschen Feedback zu hätten. Vielleicht weiß jemand darüber, warum wurde gerade so ein Wagen gebaut, gab es früher als Gewerbe sowas vielleicht sogar im Ort. Blumenthal, Bostel wüsste ich vielleicht noch einen von früher her, zumindest habe ich das aus Jugendzeiten da mal ein Haus gesehen, beziehungsweise war ich da mal zu Hause. Ja, vielleicht gibt es da irgendwo eine Spinnerei oder gab es mal eine Spinnerei, ich weiß es nicht so genau. Ja, hier das Foto nochmal ein bisschen im Detail vielleicht. Kann man da wirklich jemanden erkennen? Also wirklich ganz toll, wie das dargestellt ist. Ja. Gehen wir auch nochmal ein Bild weiter. Da haben wir einen Heuwagen, so wie es früher vielleicht tatsächlich auch eher von den Feldern her bestellt wurde. Kaum zu vergleichen mit den heutigen Wagen, Erntewagen, die wir so kennen. Daher ein sehr schönes Bild, um auch aus der Historie heraus sowas einmal zu sehen. Wahrscheinlich ist das ein Wagen von der Landwirtschaft her kommt, also man erkennt doch jede Sparte irgendwo wieder. Ja, hier kommen die Handwerker ins Spiel. Das sieht ganz nach Zimmerei aus. Ich denke, wenn Manni jetzt zuguckt, der wird uns da sicherlich einiges zu sagen können. Tja, eins muss man sagen, wie früher, wie heute, beim Richtfest, man hatte wohl viel Spaß gehabt, auch dort gab es schon Köln oder ähnliches. Ja, aber letztendlich, die Gesichter sind für uns bis heute immer noch fremd, von daher würden wir auch da uns freuen, falls der ein oder andere tatsächlich wieder zu erkennen wäre, wäre schön. Ja, hier ist zu erkennen, dass wir da ja auch schon eine Erzeugergemeinschaft hatten damals in Burweg. So, wenn wir das, wir haben gleich noch ein weiteres Foto, da kann man auch erkennen, dass es da eine Absatzgenossenschaft gegeben hat. Und da wird es doch sicherlich noch den einen oder anderen geben, der sich daran erinnern kann. Das glaube ich auch. Um ein paar Sachen noch ein bisschen besser zu erkennen, haben wir ein etwas dichteres Foto, wo sogar Aufschriften auf den Kisten noch zu erkennen sind. Ja, wie gesagt, übers Internet kann man tatsächlich auf der Seite die Bilder hier und da dann doch nochmal nachverfolgen und vielleicht ein bisschen weiter reinzoomen, um halt auch die Texte vielleicht erkennen zu können. Hier nochmal ganz tolles Foto mit dem Traktor. Das scheint von der Schmiede zu sein. Auch wirklich ganz toll dargestellt, auch herrlich geschmückt. Da warten wir auf weitere Anregungen.
Ja, jetzt kommen wir auch langsam zum Ende unserer offenen Runde für die Bilder. Wie gesagt, wir möchten appellieren, falls tatsächlich jemand den einen oder anderen wiedererkennt oder uns helfen könnte, da Informationen noch zu sammeln, nutzt bitte unsere Internetseite. Da haben wir diese komplette Bildergalerie angeordnet und wir haben dort auch mehrere Bilder noch drin, die ganz gewiss interessant sind und die wir darüber auch zeigen können. Ja, vielen Dank. So, kommen wir zum Ende. Genau, bedanken uns. So, jetzt muss mal die Technik eben soweit sein, dass es weitergeht. Eine Sekunde bitte. So, wir haben jetzt mal für euch einen kleinen Beitrag wieder. Das heißt, wir wollen in die Richtung gehen, was zu zeigen, was es mal gab. Und wir hatten unsere 750-Jahr-Feier in Burweg, einen kleinen Film über das Fest gemacht. Es sollen nur die ersten Minuten gezeigt werden über diesen Film. Aber ich denke, das ist trotzdem ganz interessant für euch. Das sind ein paar Luftaufnahmen, gerade im Anfang des Filmes, die, ich muss jetzt gerade parallel mal arbeiten, deswegen merkt ihr, dass ich mal und Ö sage. Aber ich denke, das ist für euch ganz interessant, dass ihr diese Dinge einfach mal Revue passieren oder dass wir diese Dinge Revue passieren lassen können. Eine Sekunde. So, da ist er. Und jetzt geht's los. Dat ook Kummer und geeft ook mal Streit, dat wird ook ne schöne Tiet. Lam ist dat Tiet. Kleines Tonproblem. Das ist jetzt andere Musik, aber das ist ja nicht schlimm. Dat kümmt nicht wie. Und Grootmudding klinket der ihre Brille. Sie kickt ob die Kinder und lächelt ganz dick. Als ich noch so lüt wie, das ist er lang her. Die Jugend von damals, die giftet nicht mehr. Lang ist her, so lange her. Aber manchmal denkt man, da das gestern ist wir. Und gäft er doch Kummer und gäft doch mal Streit. Das wird doch ne schöne Tier. Lang ist dat her, war dem mal wie, dat kümmt nicht mir. Wart mal wie, dat kümmt nicht
schon den Ton aufgegeben? Ah, schaut mal. Oh je. Jetzt hatten wir ein kleines Thema, aber ist ja kein Problem. Problemchen gibt es nicht, es gibt nur Lösungen. Hallo zusammen. Ja, jetzt bin ich mal dran und darf zwei, drei Wörtchen sagen. Also wir freuen uns. Also mein Name ist Matthias Wolf. Wer mich nicht kennt, zweiter Vorsitzender des Vereins. Und wir haben das Ganze jetzt mal so ein bisschen auf die Beine gestellt hier. Ihr merkt schon, es ist ja eine Generalprobe, hatten wir vorher gemacht, aber so zwei, drei Fehler können passieren. Es gibt kein Bild. Wo gibt es kein Bild? Mensch, da ist aber jetzt auch was passiert, Mensch. Ah, Mann. So, jetzt sind wir wieder dabei. man muss sich erstmal wieder sammeln. Ich nehme mal ein kleines Stück Schokolade jetzt hier. Wir haben alles und, ach so, zum Wohl. Ich trinke auch einen Cognac. So, ja, der Verein, der lebt natürlich mit eurer Hilfe. Das ist ganz klar. Das hat Thorsten schon erzählt. Wir können das alles nicht alleine. Und wir haben uns natürlich viele Ideen, Projekte geschaffen, die schon aufgebaut wurden. Das hat Thorsten auch erzählt, ganz in den Berichten, ganz am Anfang. Aber es muss ja weitergehen. Wir müssen ja weitere Projekte durchführen. Und was ist ein Heimatverein vielleicht ohne ein eigenes Heim? Heim, das steckt schon im Namen drin, dass man irgendwo ein Häuschen haben möchte, ein Zufluchtsort irgendwo. Und da heißt das Ganze meistens Heimatstube. Und vielleicht kann Carsten, ja genau, danke, mal ein bisschen weiter drücken. Und Projekte allgemein sind ganz wichtig. Wir haben jetzt ganz viel gemacht. Ihr habt jetzt hier eine Show gehört, gesehen, den ganzen Tag. Wir sind hier schon über einer Stunde, wir sind natürlich schon ein bisschen hinterher. Wir machen das mal ein bisschen wie Thomas Gottschalk, wir überziehen das Ganze. Aber im Großen und Ganzen haben wir hier was auf die Beine gestellt. Das sind vier Leute. Vier Leute können was auf die Beine stellen, 100 Leute können mehr auf die Beine stellen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr mit dabei seid und uns helft. Und wir haben euch, glaube ich, viele, viele Anregungen gegeben, uns zu helfen. Also das fängt im Kleinen an. Geht auf den Dachboden. Rino hat es gesagt, der Carsten Schwerin, Entschuldigung, seinen Spitzname kennt nicht jeder. Geht auf den Dachboden, holt euch die Filme. Holt die Filme, die sind sonst weg. Holt die Bilder. Bilder vergeben genauso. Bilder werden nicht besser. Holt sie runter, gebt sie uns oder gebt sie denjenigen, die damit arbeiten können. Ganz, ganz wichtig. Wir brauchen Hilfe. Und für die Projekte brauchen wir genauso Hilfe. Wir haben uns jetzt mal so einfach zwei Projekte als allererstes auf die Fahne geschrieben. Da sind zwei Dinge. Zum einen, diese Projekte, die helfen uns zurzeit, beziehungsweise wir können sie zur Förderung nutzen. Wir können unsere Dorfentwicklung nutzen. Dorfentwicklung, wir sind mit den Hechthausern zusammen im Dorfentwicklungsprogramm. Das habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt. Zurzeit machen wir die Blühwiesen, die wir realisieren. Da gibt es sehr, sehr viel Geld vom Land dazu, beziehungsweise von der öffentlichen Hand, um sowas zu realisieren. Wir sind aber ein Heimatverein. Ein Heimatverein kann bis zu 70% Förderung kriegen. Das ist sehr, 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 sehr viel Geld. Und wenn wir uns etwas überlegen, ein Projekt zu realisieren, dann ist es immer so, dass man bis zum 17. September solche Projekte anmeldet und im nächsten Jahr kann es einen Förderbescheid geben. Kann, muss nicht. Aber momentan sieht es ganz gut aus. Und natürlich, der Verein, der Heimatverein, muss solche Projekte anschieben. Und wir haben uns da zwei, drei Gedanken gemacht. Was könnten die nächsten Projekte des Vereins sein? Der Verein könnte zum Beispiel, und das habe ich eben gesagt, eine Heimatstube ist wichtig. Wir brauchen irgendwo die Möglichkeit, vielleicht uns zu treffen. Und das soll nicht für den Heimatverein sein. Das soll für die ganze Gemeinde gelten. Und so eine Heimatstube gibt es
wenn man das mal googelt im Internet, ganz, ganz viele. Und wir haben da mal einen Ort ausgeschaut, den kennt ihr vielleicht jetzt. Ihr seht vielleicht, oh Mensch, diese Bruchbude, die habe ich schon mal gesehen, würde jetzt hier ein oder andere sagen. Aber das ist irgendwo die Viehwaage, die wir früher mal hatten bei Diekmann. Das ist ein Schuppen, den man in vielerlei Hinsicht nutzen kann. Den kann man auf der rechten Seite eventuell ausbauen. Vielleicht auch oben ausbauen. Da gibt es viele Möglichkeiten, das irgendwie zu verwenden. Und wir haben uns da natürlich Gedanken gemacht. Wir haben auch natürlich mit unserem Wirt gesprochen, mit unserer neuen Wirtin oder Wirt zusammen, Jan, Celina, an dieser Stelle. Herzliche Grüße an euch. Ihr seid auch dabei heute. Also würden wir uns freuen, wenn man das zusammen realisieren könnte. Und Sie sehen das Ganze auch positiv. Nur, wir sind jetzt 4 Leute. 4 Leute schaffen das nicht. Da müsst ihr alle mitmachen. Da müsst ihr alle mithelfen, Ideen reinbringen, wie kann man sowas realisieren. Und wenn man im Internet mal schaut, da gibt es Möglichkeiten. Wir wollen kein Museum bauen. Museum gibt es ein Dorf weiter in Himmelpforten. Auch da herzliche Grüße an die Himmelpfortener, falls Sie zusehen. Ihr habt ein ganz tolles Museum. Und wir können oder wollen auch kein Museum hier bauen. Das soll euch überlassen sein. Aber wir wollen letztendlich eine Heimatstube schaffen, in der Heimatstube, in der man sich trifft zum Beispiel. Ihr seht hier ein paar Bilder. Das Ganze kann in irgendeiner Form, kann das ein Treffpunkt sein. Es muss hier irgendwo schön realisiert sein mit vielleicht einem Ofen. Es können viele Tische dort stehen, man kann sich treffen. Es kann auch mal eine Ausstellung stattfinden, wie ihr das hier seht zum Beispiel. Oder vielleicht machen wir auch mal eine Brautour oder so etwas. Oder vielleicht gibt es auch einen Schnapsbrennerlehrgang. Es gibt genug Menschen, die in der Vergangenheit viele Dinge realisiert haben, die hier stehen. Also über Schnapsbrennen will ich gar nicht reden, dass das mal passiert ist hier in Burwijk. Aber letztendlich, die Möglichkeiten bestehen und die sind auch in diese Richtung durchführbar. Schaut euch das an. Wir haben mal ein paar Dinge zusammengefasst. Es kann dort Klüngelabende stattfinden. Es können Bastelkurse stattfinden. Es können Strick- und Häkelabende stattfinden. Da haben wir die Mädels zusammen. Das kann jung und alt sein. Häkeln ist wieder modern. Es können Fotonachmittage stattfinden, dass Fotos abgelegt werden zum Beispiel. Und man kann darüber sprechen, was passiert oder was ist dort damals passiert. Geschichtsstündchen, jemand liest etwas vor aus einer alten Geschichte. Traditionelle Kurse, Einmachen. Wer weiß heutzutage noch, was Einmachen ist? Es gibt eine Menge bei uns im Dorf, die das noch wissen, aber das kann man auch weiterleiten, das Wissen. Ja, das Brennen, da sind wir wieder an dem Punkt. Geburtstagsfeiern können stattfinden und da sind wir natürlich mit unseren zukünftigen Wirten auch im Gespräch, dass die sich natürlich auch freuen über eine kleine Geburtstagsstube, wo man mit dem 70. Geburtstag, 80. Geburtstag mit 10, 15 Mann feiern kann. Es gibt unser Clubzimmer oder Clubzimmer bei dem Wirt. Da kann man feiern, aber vielleicht gibt es ein kleineres Zimmer nachher, das ist die Heimatstube, wo man den ein oder anderen Geburtstag feiern kann. Vereinssitzungen können stattfinden, der Rat kann sich treffen, liebe Ratsmitglieder, falls ihr dabei sein sollt heute, da können wir uns auch treffen. Und es ist alles besprochen mit unserer Wirtsfamilie. Schaut euch den Platz an, wo das Ganze stattfinden könnte. Sieht so ein bisschen trist aus. Aber man kann eine ganze Menge tun, wenn man sich zum Beispiel à la Photoshop oder mit Computern auseinandersetzt. Schaut mal her im nächsten Bild. Das kann auch so aussehen. Zum Beispiel, ja, dass vorne Veranstaltungen stattfinden im vorderen Bereich. Im hinteren Bereich seht ihr eine sanierte Fassade. Ihr seht die Möglichkeit, die Türen, die Fenster sind saniert. Andererseits kann das so aussehen. Unser hiesiger Wirt hat vielleicht einen kleinen Kaffeegarten, wo er im Endeffekt die Möglichkeit hat, also auch an Festtagen Gäste zu empfangen. Das ist alles in Corona-Zeiten relativ schwierig zu nachvollziehen, aber das ist machbar. Ja? Also ihr seht, man kann sich mit Vorstellungskraft eine ganze Menge bilden und Ideen schaffen, die realisiert werden können. Und dafür brauchen wir ein Team, dafür brauchen wir Leute und dafür brauchen wir euch. Und ihr müsst hier zu uns kommen und letztendlich das Ganze mit uns zusammen vielleicht realisieren. Als zweites Projektbeispiel haben wir uns vielleicht gedacht... Und im Zuge der Dorfentwicklung haben wir auch die Möglichkeit, dass wir
unheimlich viele Förderungen bekommen. Das ist ja der große Vorteil dieser Geschichte. Wir müssen uns ja nicht alles selber bezahlen. Wir kriegen ja unheimlich viel Förderung. Das, Matze, das hast du ja vorhin, glaube ich, noch erwähnt. Also das ist ja der große Vorteil dieser Geschichte. Wir müssen uns ja nicht alles selber bezahlen. Ne? Und das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Ne? Richtig. Also das ist natürlich so ein Zusatzpunkt, dass ein Verein, der die finanziellen Mittel natürlich so nicht hat, durch solche Förderungen über die Dorfentwicklung natürlich viel realisieren kann. Das zweite wäre so ein Backofen zum Beispiel. Was kann man mit so einem Backofen machen? Das hört sich erstmal sehr einfach an. Aber was kann in so einem Dorf mit so einem Backofen passieren? Man kann Backtage machen, man kann Kurse durchführen, man kann Tonkunst letztendlich erstellen. Spanferkel von hiesiger Gastwirtschaft kann erstellt werden oder kann gebacken werden. Also das sind alles so Sachen, das ist möglich. Flammkuchenfest, also auf einmal entstehen ganz neue Ideen, die wir in unserem Dorf realisieren können. Und dafür oder mit, wir können das anschmeißen, wir können das als Verein anschmeißen, aber wir brauchen euch dazu, das Ganze mit umzusetzen. Und wir hoffen, mit dieser Veranstaltung heute natürlich ein bisschen Werbung gemacht zu haben, das Ganze auch irgendwie in Gang gebracht zu haben und euch zu animieren, hey, ich will mitmachen, ich möchte dabei sein. Ich möchte die Gemeinde in Blumenthal, in Dwossel und in Burweg möchten wir nach vorne bringen und möchten hier wirklich neue Dinge erstellen. Ja, danke Matze für die Information, für das, was wir noch geplant haben. Ich denke, das war eine ganze Menge. Ja, hier können wir uns wieder sehen. Wir sind auch schon am Ende unserer Veranstaltung. Wir haben, so wie Thomas Gottschalk, was Matze vorhin schon sagte, die Zeit ein wenig überschritten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Matze, willst du noch zu uns kommen, dass wir den letzten Schluck noch zusammen trinken? Ich komme gleich zu dir. Eine Sekunde, ich muss mal eben vorbereiten. Wie gesagt, ich hoffe, es hat allen gefallen. Wir würden uns über ein Feedback, wie es allen gefallen hat, freuen, per E-Mail, per Telefon. Persönliches Feedback würden wir uns natürlich am meisten darüber freuen. Und ja, die Technik ist noch am Arbeiten. Warte mal. Ich komme. So, haha, das ist doch. Den Trunk haben wir uns jetzt verdient. Zum Wohle an alle draußen. Mensch, macht mit. Es macht wirklich Spaß. Ne? Ja. Auf unsere Zukunft. Zum Wohl und tschüss. Schönen Abend noch. Kein Television und Auto höchstens ein Herr Baron und das Vater in Fluss, dat wir noch so klug, doch hören wir noch Anne und Born dazu. Dat geht mir zur Haden, denk ich an zurück. Hüt ist da ein Abfluss von der Fabrik. Lang ist her, so lange her. Aber manchmal denkt man, da dat gestern erst wie. Und gäf dat auch Kummer und gäf doch mal Streit, dat wird doch ne schöne Zeit. Lang, lang, lang ist dat hier, war dem all wie. Dat kümmt nicht wie. Wen kauft man an der Eck, da wird noch anschreien. Ich kannte noch Jane, ja so hier dort und lärm. Du kriegst doch noch eins in ein Büdel mit. Und ich fiel.